Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, und zwar bei Planet Crafter. Es hat sich einiges getan. Ich habe hier aufgerüstet auf die großen Stromgeneratoren. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, 5 Stück davon zu bauen. Und ich habe die ganze Base ein bisschen aufgerüstet. Und zwar habe ich jetzt groß da hinten angebaut. Wir hatten ja zuletzt hier diesen Palmenwald gebaut, der ja wohl Rinde herstellt. Davon habe ich noch einen an die Seite gesetzt. Und dann habe ich hier rechts und links nochmal diese, was waren das nochmal, diese Pflanzenlabore an die Seite gesetzt, die wir auch noch befüllen können. Außerdem habe ich das Ganze hier hinten ausgebaut, obendrauf auch ein Homebase-Signal gesetzt. Und hier gibt es auch was Neues. Ich hatte zwischenzeitlich noch ein paar Algengeneratoren gebaut, aber die Stufe 1, der da ist eine Stufe 2 und die Teile da hinten, die erzeugen Wasser. Das sind so Wassergeneratoren. Genau. Und die machen eine Menge Wasser. Von daher, ja, ich glaube, wir haben jetzt genug Zeug. Hier siehst du die Algen, die wachsen. En masse würde ich jetzt nicht sagen, aber es dauert halt seine Zeit, aber die wachsen schon. So, und hier habe ich noch eine Treppe gebaut, dass wir hier auch reingehen können. Machen wir auch einmal. Hier ist jetzt noch nichts los. Ich hatte nur 2 große von diesen 4er-Abteilen aneinander gesetzt. In diesem Bereich und dann hier diese Eckansichten, finde ich ganz schön eigentlich. Und natürlich wieder alles hier auf meine Stelzen gesetzt, auf meine Fundamente. So schaut es jetzt aus. Ich habe verschiedene Nachrichten bekommen. Hier könnte man eigentlich auch mal noch ein Fenster einbauen, ne? Ja, hier kommt man jetzt eben auch rein. Und hier gibt es dann die Verbindung zu den anderen beiden jeweils. Ich weiß, die bräuchte man eigentlich nicht. Oh, die hätte ich genau andersrum bauen können, ne? Naja, egal. Ich weiß, dass ich davon wahrscheinlich eigentlich nur einen brauche. Das ist auch so ein bisschen wie so der Wohlfühlaspekt mit der eigenen Base so ein bisschen, ne? So, erzeugt er denn irgendwas? Ach, guck an. So, Baumrinde. Ich kann mal ein Wasser trinken. Wo kommen die jetzt rein? Kommen die ganz normal in den Pflanzenbehälter? Ich trinke mal noch ein Wasser. Ne, kann ich nicht. Okay. Wir gucken mal eben. Hier waren alle voll, ne? Ja. Dann gucke ich doch mal, ob ich einen davon bauen kann. Eis brauche ich dafür. Die kann ich ja sowieso gar nicht mehr bauen. Und hier für Magnesium und Aluminium. Dann setze ich die mal nach draußen. Magnesium und Aluminium. Ja, ich habe auch wesentlich mehr hier noch von den Pflanzenbehältern gebaut, ne? Nochmal 9. Ne, 12. 12 nochmal von denen. Weil ich ja gemerkt hatte, dass wir Auberginen brauchen für alles Mögliche. Und ein paar Lampen habe ich hier noch an einigen Ecken sporadisch reingesetzt. So sieht's aus. Aluminium und Magnesium habe ich gesagt, ne? Achso, erstmal das Wasser wegsortieren. So, Aluminium und Magnesium. Die Raketenstufen, die ich da noch hatte, die waren von den Raumschiffen, wo wir letzte Mal waren. Da kannst du gerne einen Blick in die letzte Folge werfen. Mal eben gucken. 2x Silizium. So, jetzt müsste ich 3 Stück eigentlich bauen können. Meine kleine Farm ist ja hier unten. Die erweitere ich dann auch einfach wieder hier unten. Aber wir gucken erstmal, ob die überhaupt hier reinpassen. Ob die dafür überhaupt gedacht sind. Siehst du, der passt da gar nicht rein. Okay, wo packe ich Baumrinde rein? Das ist jetzt die Frage. Habe ich schon irgendwas anderes bekommen? Hier, ich habe auch den Blumenverteiler Stufe 2, der braucht dann den Dünger und die Superlegierung. Davon hatte ich aber ja sowieso nur ziemlich wenige gebaut. Wie
Biolabor, Biodom und Biodom Stufe 2. Ich sehe jetzt nichts, wo wir die einsetzen könnten. Oder kann man die in den Biodom einsetzen? Oder, na, hier kommen die ja nicht rein, ne? So, was war hiermit? Also, hier gibt es jetzt auch noch nicht Insekten, Tiere, da wird ja wohl noch dauern. Schmetterlingskuppel, das wird natürlich auch eine schöne Sache. Vielleicht lösche ich dann auch wieder eine von den anderen Kuppeln, ist ja kein Problem, das anzupassen. Insektenverteilerrakete, ja, Pflanzenrakete. Ja genau, Moosausbaugeschwindigkeit. Wir sind jetzt im Moment schon beim Moos angekommen. Das dauert aber noch. Aber hier... Blumentopf kann ja nicht sein, dass da die Rinde reingehört. Also mehr ist jetzt hier erstmal nicht. Nö. Ja. Ich gehe nochmal hier rein. Hier ist ja ansonsten kein Terminal oder so, ne? Hier sind ja nur die Dinger und die Dinger produzieren die Baumrinde, genau. Wo kommen die rein? Sind das eigentlich die gleichen auf beiden Seiten? Ja. So, hier kann ich ja auch nichts machen, beziehungsweise ich könnte hier die Pflanzenbehälter hinstellen. Und der hier, braucht der Baumrinde für irgendwas? Ne, das ist ja einfach nur der Übersichtsplan. Da kann ich auch nichts machen. Neuen Bauplan erhalten, Bohrer Stufe 4. Oh. War der, die wir hatten, Stufe 3? Ah ja, der war schon Stufe 3. Okay, Stufe 4. 6 Superlegierung und 3-mal Osmium. Vielleicht haben wir das sogar noch. Ja, keine Ahnung, was mit der Rinde ist. Muss ich erstmal schauen. Schreib es mir gerne in die Kommentare, was mit der Rinde gemacht werden kann. Oder ist hier irgendwas damit? Den kann ich ja sowieso nicht anklicken. Diese Pilze habe ich auch noch nirgendwo gefunden bis jetzt. Okay, hier fehlt eigentlich auch noch wieder ein bisschen Licht, ne? Schauen wir mal, ob wir so viel Osmium noch haben für den Bohrer. Also 6 Superlegierungen braucht der, die wäre da. Warte mal, ich baue mal eben hier unten doch erst noch die Pflanzendinger zu Ende, zumindest einen zweiten noch, damit das wieder so ein bisschen synchron aussieht. Da wieder jetzt Wasserstoffflasche. Okay. Haben wir. So, pass auf. Da rein. Okay. Den Rest sortieren wir nochmal eben weg. Und dann 6-mal Superlegierung. Eisen ist, glaube ich, komplett voll, ne? Titan. Silizium. Dadurch, dass ich jetzt die Bohrer da draußen habe, die Mineralienbohrer, ist ziemlich viel, ziemlich voll tatsächlich. Pflanzen packe ich mal die Rinde rein, wo auch immer die hin muss. Die beiden kann ich nach draußen packen. Algen kommt ins Superzeug. Die brauchen wir. Die Raketentriebwerke kommen auch mal eben hier rein. Oh, da habe ich nur einen von. Das ist schlecht. Wo war jetzt das Osmium? Dann sortiere ich das erstmal wieder weg. Ne. Kein Osmium mehr. Und auch sehr wenig Sauerstoff nur noch leider. So, wir haben noch einen Chip, den nehme ich mal. Nahrung nehme ich auch mal einen mit und einen kann ich essen. Dann suchen wir uns mal Osmium. Karteninformationsrakete.
Ach, ich hatte mich ja so ein bisschen beschwert darüber, dass man ja auf der Karte gar nichts sieht im Prinzip. Was ist jetzt die Karteninformationsrakete? Gucken wir uns das mal an. Werden dann Informationen eingeblendet auf der Karte, hoffe ich mal. Oh, was ist denn hier? Ach so, von den Meteoritenschauern hier. Ich habe gar keinen Platz mehr eigentlich. Man sammelt immer alles ein und hat eigentlich gar keinen Platz mehr. Also das hat sich ja schlagartig geändert im Vergleich zum Anfang. So, wir gehen mal eben hoch. Jetzt habe ich Material ohne Ende. Und diese normalen Materialien brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich habe über den Kommentarbereich den Tipp bekommen, dass man die Bohrer, die Mineralienbohrer auch in den Sondergebieten hinstellen kann. Und dann schürfen die das Material, was es in den Sondergebieten sozusagen gibt. Also da hinten dann wahrscheinlich Aluminium. Das werde ich natürlich auch mal probieren. So, die Rakete. Sehenswürdigkeiten auf der Karte anzeigen. Superlegierungsstab. Ah, ich sehe schon, ich bin im nächsten Zeitalter angekommen. Sehenswürdigkeiten brauche ich nicht. Was soll ich mit Sehenswürdigkeiten? Sind das die Raumschiffe dann wahrscheinlich? Die Wracks, nehme ich an. Tja. So, wir besorgen uns Osmium. Osmium war, glaube ich, in irgendeiner Höhle, ne? Ich muss jetzt mal neuen Bauplan, Maschinenoptimierer. Das ist, hallo? Stoppen Sie mal bitte. Ich komme nicht hinterher. Ich werde immer auf was Neues aufmerksam gemacht, hier alle 3 Sekunden. Kaum sortiere ich was weg, kriege ich einen neuen Bauplan. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Eisen? Ich brauche erstmal Kobalt. Kobalt, um ein bisschen Sauerstoff zu machen. So. Räume ich mal das ganze Kobalt-Ding leer. Mache erstmal ganz ordinären Sauerstoff. Das mit der Steuerungstaste. Hier steht unten Eingabehilfetaste drücken. Standardmäßig Steuerung. Das funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht warum. Deswegen muss ich jedes Mal wieder ins Menü rein. Ich habe keine Ahnung warum. So. Einmal den Sauerstoff wegsortieren. 2 behalte ich. Ein Kobalt wieder zurück. Ich packe jetzt mal einfach das Eisen eben hier in Uran. Dann hier wieder weg. Und die anderen beiden draußen rein. Ich weiß, dass das nicht die besten Pflanzen sind jetzt. Aber dann ist erstmal was drin. Und wird zumindest ein bisschen genutzt. So. Und jetzt besorgen wir uns Osmium. Noch einmal was trinken. Los geht's. Ich meine, Osmium Pulsarquarz gibt es da hinten in der Höhle. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo Osmium war. Ich flieg mal da hinten hin. Ich war mit euch, glaube ich, auch noch gar nicht da hinten in der Höhle, die ich mit dem Pulsarquarz markiert hatte, weil ich das mal im Off irgendwie gefunden habe. Wir fliegen einfach mal rüber. Ich weiß auch nicht, ob ich schon alles aus diesem Wrack rausgeholt habe. Kann sein, dass da auch noch was ist. Aber wir müssen jetzt auch sowieso die besseren Materialien sammeln auf Dauer. Hier in dem Teil war ich auch noch nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Wrack dahin. Hier ist ja auch noch so einiges zu entdecken, glaube ich. Ne, da sieht man schon das Gitter da oben. Da ist, glaube ich, ja so eine Geschichte auf mehreren Ebenen verteilt, meine ich mich zu erinnern, von der Early Access Version. So, da steht auch eine kleine Hütte. Habe ich da schon einen Schrank? Oh, was jetzt? Ah, okay. Hat nur einmal kurz gestockt. Guck mal, da ist auch noch aller möglichen Zeug drin. Okay, wir gehen trotzdem mal einmal rein. Ich glaube nämlich, dass ich hier noch nicht alles rausgeholt hatte. Das Ding war, glaube ich, ziemlich groß, ne? Genau, hier ist die Treppe.
Ach, da habe ich schon alles Eisen reingepackt. Okay. Dann waren wir hier unten schon auf jeden Fall. Oh. Samen liegen lassen. Also wenn ich da Eisen reingepackt habe, dann war ich hier unten schon. Ja, sieht so aus. Ja, hier ist auch alles leer. Okay, gehen wir wieder hoch. So, und dann einmal hier rum. Pflanzenrakete, ja, jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Was ist denn der Maschinenoptimierer? Hier habe ich auch schon alles leer geräumt. Doch, der ist leer. Keine Kiste mehr. Ah, ich denke, wir können hier raus. Ja, alles leer. Oh, hier geht's noch rauf. Habe ich da schon nachgeschaut? Ah ja, hier war das Teil drin. Wo ich immer noch nichts weiß. Also ich habe in einem Kommentar jetzt die Information bekommen, was man hier machen kann. Aber ich habe dazu noch nichts gefunden und konnte auch noch nichts herstellen. So, dann ist jetzt hier auch alles abgeholt. Noch eine kleine Kiste mit Chip vielleicht. Nee. Und die Türen, die kriegt man da nicht auf. Naja, das war damals schon so. Das ist auch jetzt noch so. Ich denke, das ist es gewesen, oder? Ja, gehen wir mal hier raus. Einmal kurz Sauerstoff tanken. Ich packe das einfach wieder hier rein. Nahrung nehme ich mal mit. Aluminium nehme ich mit. Obwohl, ich habe ja auch noch ein bisschen Aluminium. Ich lasse das auch hier drin. Ich hole das dann im Off einfach ab später. Sauerstoffflasche kann ich noch mitnehmen. Obwohl, ich habe zwei. Ah, komm. Wir fliegen mal hier rüber. Durch den Sandsturm. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie weit man da nach hinten kann. Ob diese Felsen, die da ganz hinten eingezeichnet sind, doch, die sind noch echt. Ah, die Höhle ist noch echt, aber der dahinter wahrscheinlich nicht mehr. Also mit echt meine ich, was ist Hintergrund und was ist noch begehbar. Da ist ein Wasserfall. Oh. Der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Hier hat sich also auch jetzt was getan. Das Ding ist immer noch nicht ganz weggeschmolzen hier. Hallo? Was geht hier denn ab? Also das ist... war das alles irgendwie... Gletscherschmelze oder was wahrscheinlich? Jetzt ohne Quatsch. Was ist denn da unten? Ah, okay. Hier ist der Eingang zur Höhle. Das ist jetzt alles tatsächlich frei geworden. Und dann hast du jetzt hier tatsächlich Wasserfälle. Das ist ja krass. Ist hinter den Wasserfällen was? Jetzt bin ich ja neugierig. Ja, tatsächlich. Ja, moin. ...150 nur. Naja. Suboptimal. Das war's. Da ist nichts mehr, ne? Oder? Okay. Aber. Und hier unten. Normales Zeug. Okay. Interessant. Ah, das sieht so nice aus hier mit dem Licht, was durch die Öffnung in der Höhle kommt. So, hier gab es aber, glaube ich, gar kein Osmium, ne? Muss ein bisschen auf Sauerstoff und so weiter achten. Nee, das war, hier war, das Quarz ist mir schon klar. Aber das wollte ich ja auch mal zeigen, diese Höhlen hier. Ah, dass das
Geht das alles unter Wasser demnächst, oder wie? Das ist ja verrückt. Aber das finde ich jetzt gerade richtig, richtig spannend. Oha. Oha. Freunde. Das ist wichtiger als Osmium, ehrlich gesagt. Dann hat das, das Eis, was hier noch geschmolzen ist, hat hier das Uran freigegeben, auf jeden Fall. Das ist ja genial. Die 100%. Die 150er packe ich wieder weg. Irgendwann komme ich hier bestimmt auch nochmal vorbei. Ach, Pilzsamen. Die nehmen wir mit. Kürbiskerne lassen wir hier. Auberginen nehmen wir mit. So, da haben wir das Thema mit den Pilzen auch geklärt. Sauerstoff niedrig. Oh mein, da geht noch viel weiter. Das ist ja also richtig gut jetzt hier. Uranmine. Ah, hier geht's wieder raus. Okay. Haben wir da jetzt alles? Denn um die großen Stromgeneratoren bauen zu können, brauchte ich ja Uranstäbe und ich habe eben oft immer die Raketen da gebaut und hochgeschickt, damit ich ein bisschen Uran bekommen habe. Das ist ja hier viel ergiebiger. Das war's jetzt aber, ne? Ja, hier geht's auch wieder raus. Wir können ja einmal auf der anderen Seite gucken. Schön mit dem Grün hier. Schimmer. Komm ich da durch? Ah, ja, alles, glaube ich, gewesen. Okay, einfach da so ein Höhleneingang. Krass. So, ich sehe, mein Wasser geht langsam zur Neige. Ja, diese Bögen, ne? Was? Ich war noch nicht auf dem Bogen drauf. Das können wir mal versuchen. Die stehen doch hier nicht umsonst. Klar, die markieren wieder hier so ein Gebiet. Da scheint auch nochmal eine Höhle zu sein. Okay. Das steht dann auch alles unter Wasser demnächst hier, oder was? Wenn hier solche Pfützen zwischen sind. Ist faszinierend. Es ist schon 300% Legierung Uran. Eisen weg. Uran. Wir sind wieder voll. Da hätte ich ja jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Was ist das denn? Achso, Silizium sah nur so komisch aus. So komme ich da drauf auf die Dinger. Ich gehe gleich da hoch. Ich will erst wissen, was hier drin ist. Nur eine Kiste, okay. Auch leider keine goldene Kiste. Ah. Kobalt und Superlegierung. Man, also, wie gesagt, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich hätte gerne einen Rucksack Stufe 50. Aber das Erkunden macht doch auch echt eine Menge Spaß, finde ich. So. Gleich Wasser trinken. Komme ich da jetzt hoch? Haben wir hier Wasser zufällig drin? Nein. Aber noch ein Uran.
Nehmen wir ein Aluminium, lassen wir hier, nehmen Uran noch mit. Manchmal blinken und blitzen die Teile so, dass man denkt, man hat was Neues gefunden, ne? Aha, ich komme drauf. Oder ich glitsche durch, das ist ja immer noch ein Problem bei dem Game. Glitsche ich? Ne. Ich kann laufen. Aber hier ist nichts drauf. Sauerstoff niedrig. Oh. Schade. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas drauf. Aber nichts. Geht trotzdem mal noch weiter ein Stück. Okay, da ist die Quarzhöhle, da ist so viel geschmolzen da hinten, jetzt sieht man es auch, das gab echt so eine Art Gletscherschmelze da. Deswegen ziehen da über die Wasserfälle und Flüsse durch, was ich sehr schön finde. So, gibt es hier irgendwas Besonderes? Schreibt mal ja oder nein in die Kommentare. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die das umsonst hier so gebaut haben, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich doch zurück, ne? Da unten ist so ein kleines Teil da. Was ist das denn? Das ist mir noch nicht aufgefallen vorher. Kann ich nicht auseinandernehmen. Einfach nur so. Ohne irgendwas. Nee. Hatte irgendeine große Satellitenschüssel hier auf jeden Fall. Öffnen Trümmer. Ach. 300 nehmen wir mit. Superlegierung nehmen wir mit. Aluminium lassen wir hier, Titan nehmen wir mit. Okay, jetzt müssen wir zurück. Öffnen Trümmer, okay. Ja, ich... Man kann sich nicht satt sehen, ne? So, der Sauerstoff würde zur Neige gehen. Ich muss einmal kurz hier Sauerstoff tanken. In unserer kleinen Abteilung hier am großen Raumschiff. Wenn ich diese Planeten sehe und den da, solche Dinger habe ich vor Urzeiten selber gemacht mit entsprechenden Programmen. Ich frage mich nicht mehr, wie die hießen, aber das war ziemlich revolutionär. Es hat wochenlang gedauert, bis ich so einen Planet fertig hatte mit Atmosphäre und so weiter. Und das sah dann am Ende richtig gut aus, aber wir sprechen also, ja, 90er Jahre müssen das gewesen sein. Damals gab es auch Bryce. Kennt jemand noch Bryce? Und kennt jemand noch Kai Krause? Googelt mal nach Kai Krause Software. War damals ein, ja, kann man schon sagen, Computerguru, Softwareguru. Könnt ihr mal nach googeln. Kai Krause. So, gut, dass ich mir hier Home markiert habe, aber man sieht es ja auch schon aus der Entfernung blinken und blitzen da. Unsere ganzen Anlagen. Na gut, jetzt habe ich zwar kein Osmium gefunden, dafür aber tonnenweise Iridium oder tonnenweise, naja, auf jeden Fall einiges davon. Das werden wir auch entsprechend benutzen. Und jetzt gucken wir noch wegen der Rakete, was wir hochschicken können. Diese Pflanzenrakete. Moment, habe ich noch genug Power? Ich fliege mal eben hoch. Das ist doch mal eine schöne Base. So.
Die braucht zweimal Osmium. Ach, die braucht... Nee, nicht Karteninformationsrakete. Pflanzenrakete. So, ach, die braucht Rinde. Dünger. Raketentriebwerk. Erhöht die Moosausbreitungsgeschwindigkeit. Bewirkt einen globalen Herstellungsbonus durch die Verbreitung von Bakterien aus dem All. Pflanzenmultiplikator 250%. Kann man die eigentlich stacken? Also die, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Die schicken wir auf jeden Fall noch hoch, weil ich habe alles dafür. Raketentriebwerk, Rinde und das andere haben wir auch. So, pass auf. Achso, erstmal kurz das Uran. Dann Iridium. So, da war noch ein Uran. So, Raketentriebwerk. Dann dieser Samen. Wie stelle ich den nochmal her? Ist natürlich ziemlich weitläufig jetzt mittlerweile. Dreimal Algen, einmal Schwefel, zweimal Auberginen. Dreimal Algen, einmal Schwefel, zweimal Auberginen. 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 Dreimal Algen müsste ich haben. 1, 2, 3. Einmal Schwefel. Dreimal Algen, zweimal Auberginen, einmal Schwefel. Haben wir. So, und dann brauchen wir noch Niamsamen oder so, ne? Waren das? Niamsamen und Rinde. Jetzt haben wir alles. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also kann man die stacken, die Raketen? 1250% Pflanzenwachstum, Beschleunigung. Ich glaube, das ist der nächste große Schritt jetzt hier. So, Moosausbreitungsgeschwindigkeit war das. Oh. Da muss ich einmal... Ihr wisst schon, ne? Ey, lass mich raus. Einmal kurz einen Screenshot machen. Eine Rakete mit Pflanzenbehälter. Das ist ja im positivsten... friedlichen Sinne mehrdeutig. So, das war F2, ne? Geht auch ganz schnell. Einmal hier so schön in die Ecke. Jetzt ist das Ding da oben noch angepinnt, aber ist ja egal. So, erledigt. Die erste Pflanzenrakete. Krass. Drei, zwei, eins, go. Ist auch schön gemacht, wie die abheben, die Dinger. Die verschwinden aber einfach so, da gibt es nicht noch irgendwie eine Animation, ne? Ist das jetzt Zufall oder ist er... Oh. Nee, ist kein Zufall. Das ist sehr schön. Krass. Also stacken die Teile denn? Hab ich schon öfter gefragt, ich weiß. Ja, jetzt schwebt das grüne Zeug hier so rum. Und dann... Das ist schön mit anzusehen, auf jeden Fall. Guck mal, alles grob pixeliger plötzlich. Naja, ein bisschen hier werden die Boxen eingeblendet.
dir der... Ey, guck dir. Ist das jetzt... Täuscht das jetzt oder ist das schon grün? Ne, das täuscht doch jetzt, ne? Ist das jetzt schon grün mit Moos bewachsen? So schnell oder war das vorher schon? Das ist grün. Okay. Das ist krass. Das ist krass. Oder funktioniert das im Prinzip genauso wie die anderen Raketen auch? Ich müsste jetzt 10 Stück davon hochschießen. Und dann hat es eben den entsprechenden Effekt, dass mehrere Flächen jetzt hier begrünt werden. Ah, das ist ja jetzt wirklich nice. Weg mit der Wüste. So, was wir jetzt noch ganz kurz machen. Ich will wissen, was das für ein Maschinenoptimierer da war oder ist. Lauf einmal rüber. Ich brauche auch zu trinken und zu essen. Hier können wir eigentlich direkt mal... Wir hatten doch die Pilze mit, ne? Machen wir hier mal Pilze rein und hier mal noch Auberginen. Können wir auch noch mal eben machen. Pilze. Guck mal, Pilze habe ich auch nur 2. Die scheint es nicht so oft zu geben, oder? Nehmen wir mal noch 3 Auberginen. 2 davon. Haben wir noch eine Bohne. Ja, Nahrung niedrig. So, also hier haben wir jetzt den Pilz. Dann setzen wir da den nächsten Pilz rein. Die 3 lasse ich mal für Pilze. Hier hatten wir Auberginen. Dann setzen wir da noch Auberginen rein. So, dann haben wir die hier. Da setzen wir einmal gemischt rein. Auberginen und Bohnen. Und hier setzen wir einfach jetzt die 3 rein, die wir noch haben. Oder 3-mal Kürbis von mir aus. Wofür man den Kürbis braucht, weiß ich nicht. Scheinbar nicht so oft wie das andere Zeug. So, jetzt müssten eigentlich alle belegt sein. Naja. Sollte reichen jetzt erstmal. So. Dann... Wo ist dieses... Ach ja, der Bohrer hier. Aber dafür brauchen wir Osmium. Und Osmium habe ich nicht gefunden. Das Teil hier. Schwarzpulver, Eisen, Kobalt. Suche nach Sicherungen und setze sie ein, um die Leistung von Maschinen in der Nähe zu steigern. Schwarzpulver. Konnte ich das auch da hinten herstellen? Suche nach Sicherungen und setze sie ein... Aber wir haben doch in den Maschinen gar keine Slots für Sicherungen. Oder ist mir jedenfalls nicht bekannt. Schwefel und Iridium. Oh, Schwefel haben wir nicht mehr viel. Bräuchte ich 4 Schwefel, ne? Ne. Ne. Kein Schwefel mehr da. Können wir leider nicht machen. So, ich habe aber noch eine neue Nachricht bekommen. Habe ich vorhin gesehen, als die Folge gestartet ist. Nachricht von Rayleigh. Verwende Extraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Ach ja, guck an. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen, ihre Herstellung von anzukurbeln. Haben wir auch gesehen und das ist verschlüsselt. Kann man nichts... Ne, kann man nichts erkennen. Okay. Blumenverteiler Stufe 2. Den hatte ich doch schon. Hä? Oder war das Grasverteiler? Maschinenlogbuch 436, Frachtschiff Cirella 4. Heute Morgen am 17. Tag unserer Reise nach Stigma verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt. Die gesamte Leistung des Schiffes fiel ab.
so als ob wir von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Sorry. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Okay, das haben wir doch, glaube ich, schon gehabt. Das war 3021, genau. Das war, glaube ich, schon die Startnachricht. Ja, wir haben jetzt hier schon 28,15% bis Moos und sind bei 92 MTI. Das dauert natürlich immer noch. Aber das sieht jetzt erstmal schon mal gar nicht so schlecht aus insgesamt. Das sieht doch erstmal schon mal nicht so schlecht aus. Der Wasserspender hier, nicht der Wasserspender, der Blumenspender. Blumenverteiler? Achso, das war Gras, das ist Blumen und das ist... Der braucht zweimal Dünger und einmal Superlegierung. Und zweimal Wasser. Für den Dünger brauchte ich aber auch, glaube ich, Schwefel, ne? Also, als nächstes auf jeden Fall Schwefel besorgen. Und ich wollte noch mal eben gucken, wie viel Strom wir eigentlich jetzt erzeugen. Wir verbrauchen 1287 und produzieren 1854. Okay, erstmal haben wir noch ein bisschen zur Verfügung. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da und gerne auch Kommentare. Und jetzt folgt noch der Abspann. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.